Bauchfett effektiv verlieren mit diesem einfachen Öl. Mit Rezept. Wer zu viel Gewicht auf die Waage bringt, weiß selbst, dass sich das zumeist als erstes am Bauch bemerkbar macht. Speckröllchen sind nicht schön anzusehen und gerade dieses Fett ist auch besonders gesundheitsschädlich, aber leider auch hartnäckig, wenn man es bekämpfen möchte. Selbst wenn du Diät hältst, ist es immer am schwersten, hier abzunehmen. Zu viel Bauchfett kann auch ansonsten schlanke Menschen betreffen, aber dabei ist es wichtig, gerade dieses Fett auf ein gesundes Maß zu reduzieren. Denn wie gesagt, dieses Fett kann krank machen, denn es umschließt genau an dieser Stelle wichtige Organe in unserem Körper, wie den Magen, Darm und auch die Leber. Es schüttet hier entzündungsfördernde Stoffe und Hormone aus, die den gesamten Stoffwechsel des Körpers beeinflussen und die Blutfettwerte, den Blutdruck und auch den Blutzucker gefährlich erhöhen können. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit drastisch an den sogenannten Zivilisationskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und auch Tumoren zu erkranken. Aber nicht nur das. Das angesammelte Fett veranlasst eine erhöhte Ausschüttung des Hormons Leptin, das normalerweise zuständig für das Sättigungsgefühl im Körper ist. Durch eine fettreiche Ernährung entwickelt sich eine Resistenz gegen dieses Hormon, was leider das Hungergefühl ankurbelt und uns immer mehr essen lässt. Ein wahrer Teufelskreis, aus dem es nicht leicht ist, auszubrechen. Aber was tun, um dieses Fett zu reduzieren? Natürlich ist gezielter Sport eine Möglichkeit und viele greifen zu drastischen Mitteln und lassen sich dieses Fett sogar einfach absaugen. Es gibt aber auch eine andere Möglichkeit, denn mit einem Öl, das einfach zu den Mahlzeiten eingenommen wird, kann die Fettverbrennung ordentlich angekurbelt werden. Dieses Öl wurde früher als alternatives Heilmittel gegen Bluthochdruck eingenommen und Studien haben gezeigt, dass gerade der enthaltene Zimt eines der besten Gewürze gegen unkontrollierte Blutzuckerwerte ist. Aber auch zur Prävention von vielen Krankheiten wurde dieses Öl eingenommen. So verbessert es auch die Gehirnfunktion und unterstützt eine gute Gedächtnisfunktion. Erst später wurde entdeckt, dass dieses Öl aber auch die Fettverbrennung gerade am Bauch massiv unterstützen kann. Viele Gründe, dieses Öl anzuwenden. Bauchfett verlieren, aber auch den Körper zu einer gesunden Funktion zu bewegen und das alles auf eine natürliche Art. Und das Gute ist, du kannst dieses Öl einfach und kostengünstig selbst herstellen. Mit einfachen Zutaten und etwas Geduld kannst du dir dein eigenes Zimtöl herstellen. Aber wie geht das genau? Du benötigst eine Tasse natives Olivenöl. 6 Stangen Zimt, am besten Ceylon-Zimt in Bio-Qualität. Ein verschließbares Glasgefäß. Zubereitung: Gebe die Zimtstangen in das verschließbare Glasgefäß und übergieße sie mit dem Olivenöl. Dabei ist darauf zu achten, dass alle Zimtstangen gut mit Öl bedeckt sind. Das Öl muss dann 3 Wochen an einem warmen Ort ziehen. Am besten täglich einmal durchschütteln. Nach den 3 Wochen die Flüssigkeit einfach abseihen. Das geht am besten mit Gaze oder einem dünnen Sieb. Dieser Extrakt kann dann in eine saubere, dunkle Flasche gegeben werden und sollte an einem kühlen Ort aufbewahrt werden. Anwendung: Um das Ziel zu erreichen und dem unerwünschten Bauchfett zu Leibe zu rücken, brauchst du lediglich 3-mal täglich 2 Tropfen, am besten zu den Mahlzeiten, zu dir nehmen. Nicht mehr, denn Zimt kann auch Nebenwirkungen haben. Schwangere Frauen oder Frauen, die schwanger werden möchten, sollten darauf verzichten. Genauso wie Menschen, die an chronischen Magen-Darm- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden. Die sollten gegebenenfalls den Arzt vor einer Einnahme befragen. Das im Zimt enthaltene Kumarin kann zu Erbrechen, Kopfschmerzen und Schwindel führen. Deshalb ist es besser, den Ceylon-Zimt zu verwenden, da er eine geringere Konzentration als der Cassia-Zimt aufweist. Aber wie sagte schon Paracelsus, die Dosis macht das Gift. Wenn du es nicht übertreibst, wird dieses Öl dir effektiv dabei helfen, das ungesunde und unschöne Bauchfett zu reduzieren. Hast du schon einmal Zimtöl ausprobiert und wenn ja, wogegen? Wir freuen uns über deine Anregungen in den Kommentaren. Wenn dir das Video gefallen hat, zeige es doch mit einem Daumen nach oben und teile es mit deinen Freunden. Wir würden uns darüber freuen und dich gerne weiterhin mit gesunden, natürlichen Informationen versorgen. Dafür musst du nur noch unseren Kanal abonnieren.
abonnieren, wenn du es nicht bereits getan hast. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte bleibt gesund.